Es gab schon einmal leichtere Zeiten für die Europäische Union, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir denken an den Brexit, wir denken an die Asyl- und Flüchtlingspolitik und auch ganz aktuell an pandemiebedingte Grenzschließungen. Ja, auf der anderen Seite zeigt sich in solchen Krisenzeiten auch, wie wichtig eine starke Gemeinschaft ist. Das sehen wir zum Beispiel in der medizinischen Unterstützung, die es während der Corona-Krise zwischen den europäischen Mitgliedstaaten immer wieder gegeben hat, oder auch an den Corona-Finanzhilfen. Und damit ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Diskussionsrunde der Freien Wähler Landtagsfraktion. Heute am Europatag zum Thema Baustelle Europa gemeinsam anpacken für die Zukunft. Warum brauchen wir denn immer noch eine starke Europäische Union? Ja, wissen Sie, der Anspruch, unsere Welt hier gemeinsam zu gestalten, hat sich ja nicht verändert. Und ich glaube auch, dass die Herausforderungen sich zwar gewandelt haben, aber nicht weniger geworden sind. Wir standen damals vor der großen, großen Herausforderung, dass man sich nach dem Krieg vorstellen musste, plötzlich mit ehemaligen Feinden, und dazwischen lagen ja nur ein paar Jahre, plötzlich gemeinsame Politik zu machen im Bereich Kohle und Stahl zum Beispiel, also diesen Grundausstattungsmitteln, mit denen man natürlich auch im schlimmsten Fall auch Krieg führen kann. Und jetzt stehen wir vor der Herausforderung, vieles andere gemeinsam zu gestalten. Und das, was wir geschaffen haben in den letzten Jahrzehnten, den gemeinsamen Binnenmarkt, die Freizügigkeit, die offenen Grenzen, das zu verwalten und weiterzuentwickeln. Und ich glaube, die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass es gut ist, dass wir diesen gemeinsamen Verbund haben, wenngleich nicht alles funktioniert in diesem Krisenmanagement, keine Frage. Aber es war trotzdem gut und besser, als wenn 27 Staaten jetzt alleine vor dem Problem gestanden wären, damit umzugehen. Herr Dr. Huber, ich würde gern von Ihnen auch wissen zum Einstieg, was schätzen Sie denn besonders an der Europäischen Union? Frau Büssel, ich bin in Salzburg aufgewachsen, mitten sozusagen an der Grenze oder unmittelbar an der Grenze. Als kleines Kind sind wir zu unserer Verwandtschaft nach Deutschland gefahren. Wir haben wohl einen Pass herzeigen müssen an der Grenze. Das war aber an sich sonst kein großes Problem. Oder ich kann mich auch erinnern an Fahrten nach Italien, das ging auch gut. Etwas weiter östlich von uns war das aber ein großes Problem. Wir sind in der Studienzeit nach Prag gefahren oder auch einmal nach Polen. Da sind wir furchtbar auf Österreichisch gefilzt worden an der Grenze. Hier war also eine Schikane. Besonders aufgefallen ist es mir 1984. Da habe ich West-Berlin besucht und für mich war es ganz beklemmend, wie wir am Reichstag gestanden sind und man hat uns sozusagen gezeigt, also geführt und hat uns das Brandenburger Tor gezeigt, hinter Stacheldraht, hell beleuchtet. Das war für mich also ganz beklemmend und hat mir eigentlich damals gezeigt, was es heißt, in einem freien Europa zu leben oder nicht zu leben. Und am Ende des Studiums, wie sich die EU geöffnet hat, wie Österreich auch beigetreten ist der EU, habe ich zum ersten Mal diesen Eindruck von einem freien Europa spüren können. Europa ist für mich ein Garant für Frieden, Freiheit, Wohlstand. Und das ist das, was ich ganz besonders schätze. Herr Beck, wäre denn Ihrer Ansicht nach eine selbstbewusste und vor allem eine geschlossene Europäische Union nicht auch so ein ideales Gegengewicht zu den Großmächten wie den USA, Russland und ja auch nicht zuletzt China, die sich in den letzten Jahren nicht immer als verlässlicher Partner erwiesen haben? Merci. Ja, besonders aus der Sicht eines relativ kleinen Landes wie Tschechien mit der historischen Erfahrung von den letzten 100 Jahren ist es klar, das Problem ist, dass die Europäische Union nicht genug selbstbewusst und geschlossen ist im Moment und die nationalen Regierungen natürlich mögen nicht besonders die Macht an Brüssel zu übergeben. Und wir müssen besonders nach der Erfahrung mit der Corona-Krise
nach der Erfahrung mit Russland und China über die neue Definition von Kompetenzen in Brüssel nachdenken. Das finde ich ein ganz wichtiges Thema.